Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen ja noch in Lincoln und wir schauen mal, ob wir einen Auftrag bekommen, wo wir die neue Abladefunktion endlich mal bekommen. Valentine geht nicht. Norfolk weiß ich gerade gar nicht mehr. Flavorful wäre ja möglich. Columbus Farmers Barn wäre auch prinzipiell ein Ding. Hier muss man dann echt ausschreiben, wo es geht und wo es nicht geht. Genau, bei Oklahoma wäre das Evergreen Tierfutter. Das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Probieren wir es mal in Norfolk bei Flavor Fair. Ich schreibe es mir auch mal direkt auf. Und dann nehmen wir den Auftrag mal an. Dann wollen wir mal. Einmal schön eine Drehung machen. Und dann fahren wir wieder raus. Ganze 39 Meilen, wo müssen wir überhaupt hin? Wir fahren zur Farmers Barn in Lincoln. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Turn left and then stay right. Stay right and then turn right. Turn right. Auf den warten wir mal eben. Einfach um ein bisschen mehr Platz zu haben. Und dann geht's nochmal durch Lincoln durch. Zumindest für einen kurzen Moment. Go straight. Ich hoffe mal echt, dass wir es bekommen. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob es noch irgendwie, abgesehen von dem Subway, abgesehen von dem U-Bahn-Wagen, ob es da noch einen anderen Schwertransport, eine andere neue Schwertransportfracht gibt, die jetzt. Okay. Die jetzt irgendwie exklusiv ist in Nebraska. Wenn dem so wäre, wäre das ja auch noch eine Sache, die man machen könnte, müsste. Aber nach aktuellem Stand habe ich noch nicht weiter nachgeguckt. Muss ich ein bisschen zu stark in Eisen gehen. Go straight. Sind ja auch wieder ein paar Tage her, seitdem ich ATS oder ETS2 geschadet hatte. Auch wieder Art Silos. Go straight. Ich bin echt gespannt, ob Norfolk uns jetzt erlöst, oder beziehungsweise mich jetzt erlöst, oder ob es noch so weitergeht. Auf jeden Fall, dass ich gleich, wenn ich hier fertig bin, das Video noch nicht bearbeite. Ich mache heute vielleicht Abend.
was ist heute Abend? Was mache ich dann, wenn Neverwinter. Wenn die Server down sind für Mate, für Wartungsarbeiten. Stay right, and then turn right. Hoppla. Turn right. Das wollte ich gar nicht so extrem machen. Turn right. Okay, dann war das sogar Lincoln mit der Farmers Bahn. Wo das prinzipiell möglich ist und gar nicht Oma. Ach nee, Moment, das war ja wirklich Lincoln. Moment, Oma war ja gar nicht. Lincoln war ja. Meine Güte, machen wir aufschreiben gleich. Lincoln war ja eine Sache, die man nochmal testen könnte. Falls es in Norfolk jetzt nicht klappt. Oma war ja ein fettes X. Super. Ja, das Internet ist in letzter Zeit nicht ganz so super. Schlecht als recht, aber drin ist drin. Hallo? Ja, perfekt. Internet komplett weg. Aber das wird sich wieder fangen können. Nicht so wie gestern, wo ich einfach den Rechner neu starten musste, beziehungsweise das DLAN-Ding aus dem. Ja, jetzt ist das Internet wieder da, sehr schön. Also, zumindest das Icon ist wieder da. Nevermind, wieder weg. Jetzt ist es aber wirklich wieder da. Jetzt habe ich hier wieder Internetausschlag im Taskmanager. Probieren wir es erneut. Okay, here we go. Perfekt, 133 Kilometer. Das schaffen wir auch in einem Rutsch. Ja. Schauen wir mal, ob Flavors für uns gewogen ist. Oder ob das Inhalt auch noch wieder rausgeflogen fliegt. Also, ne, hier, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Überlegen. Ich glaube hier 2022 oder so oder 2021 war ja hier so die große Kampagne von wegen hier Glasfaserausbau, wo das halt so richtig losging so, ne? Also da quasi die Anfänge so von. Da wurde dann glaube ich ich glaube Januar 23 oder so wurde dann hier Glasfaser reingelegt, rein verlegt, so besser gesagt. Und bin ja hier bei O2. Was eigentlich auch eigentlich ziemlich super, also ja, eigentlich relativ stabil ist, ne? Also ich habe jetzt keine großen Ausfälle, so wie keine Ahnung, wie man es häufig so mitbekommt bei Vodafone-Kunden, die irgendwie im Ruhrpott wohnen. Von da ist weniger das Problem. Also ab und zu mal ist es halt so wie jetzt beispielsweise das gestern war, aber das hat ja nichts mit dem Router zu tun, weil das WLAN ist ja da, nur das LAN kommt halt nicht an, so, ne? Das ist dann ja eher so ein Problem mit der DLAN-Buchse von, weiß ich nicht, ist es Fritz? Keine Ahnung, was hier drin ist. Was ist denn hier drin? Steht da drauf? Ah, ich weiß es wieder. Ohne drauf zu gucken, weil ich glaube, man sieht es sowieso nicht. Ich habe es zumindest nicht gerade gesehen. Ist ja von TP-Link. Ich werde es schon Spaß haben, wieder zu schalten hier, glaube ich.
Was halt daran liegt, ab und zu ist halt so, dass das Internet halt komplett weg ist. Also es kommt halt selten vor. Dann fängt ihr das halt aber auch wieder. Also weil ihr das passiert jetzt, keine Ahnung, so einmal im Quartal oder so. Ja, und ich sag mal so, vom damals war das, glaube ich, vom Tarif her, dass irgendwas, also, ne, Telekom neu ins Netz verlegt, bla bla bla. Dass es halt deutlich teurer war. Also ich weiß jetzt nicht. Lassen es 45 zu 60 gewesen sein oder 45 zu 55. Also, ne, schon so ein Ding, wo man weiß, merkt, okay. Das ist jetzt nicht so ein Ding, was man irgendwie, keine Ahnung, nach ein, zwei Jahren mal einen Monat mehr hat oder so. Quasi einen Monat, den man so zu viel zahlt, in Anführungszeichen, zum alten Tarif. Sondern das war halt schon so ein Ding, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, anstatt 12 Monate im Jahr irgendwie 15 Monate zahlt. Stay left. Also, ne, im übertragenen Sinne jetzt. Und da O2 das Netz halt nach zwei Jahren nutzen darf, zumindest wurde das gesagt, dass Leute nichts verlegt haben, oder wer auch immer dann halt da war, keine Ahnung. Also das ist quasi das so. Oh, Palla. Wieder mal so im Redrausch gewesen, dass ich, dass meine Stimme in meinem Kopf einfach zu laut war, dass ich das Navi nicht mehr gehört habe. Ja, quasi ist es halt, dass die Glasfaserleitung halt zwei Jahre Telekom exklusiv ist und nach zwei Jahren dann halt eine normale Glasfaserleitung ist, die nicht geblockt ist, so gesehen. Von daher, das Jahr ist, also gut, ist halt jetzt noch, ne, jetzt noch ein halbes Jahr oder so, bis es dann halt auch darauf Dings ist. Und es war schon mal jemand da hier, allerdings, da ich halt keine Ahnung hatte, ne, wie was Ananas. Wie quasi der Tarif ist von O2 gerade. Habe ich den ersten einfach so weggeschickt und der war dann halt, glaube ich, gestern war dann wie jemand da. Hat dann halt auch wieder so ein bisschen ein Kotlens ans Ohr gequatscht. Stay right, and then exit right. So nach dem Motto, ja, zockst du abends, ja, dann wirst du 300, eine 300 Mbit-Leitung brauchen. Right. Wo ich bedenke, ja, also klar. Wenn man mal, also wenn man bedenkt, wenn ich jetzt, wenn es jetzt eine 300er, aber wir müssen jetzt hier lang, so, wenn hier eine 300er Mbit-Leitung wäre, dann, keine Ahnung, dann wäre ich, dann könnte ich, weiß ich, die ganzen Streams, die ich noch am Backuppen bin, wäre ich dann zumindest, was das Downloaden betrifft, innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche fertig. Aber so von wegen, ja, man braucht es zwingend, eine 300er Mbit-Leitung, sehe ich jetzt nicht, also, keine Ahnung. Ist ja gerade hier eine 50er Mbit-Leitung drin, wo 60 von 50 der Download ankommen kann. Also manchmal sind es nur 50, aber häufiger auch eher 60. Also je nachdem, also 50 bis 60. Also es sind, kommen ja sogar schon hier teilweise 20% mehr an. Und was den Upload betrifft, kommen hier 22 von 10 an. Also da sind wir schon bei 120% mehr. Also, ne, ist klar, das dauert halt, nimmt seine Zeit in Anspruch.
so, je schneller, desto schneller halt, ne? Schnellere Leitung, schneller Download, schneller. Ja. Mein Gott, geht mir doch nicht auf die Nüsse. Also, ich weiß echt nicht, ich glaube, ich bin echt im Überlegen, hier Cat 1 zu deinstallieren, also for real. So, keine Ahnung, es juckt mich doch nicht, wenn jetzt, also das Gewitter ist schon längst vorbeigezogen, so, ne? Ich bekomme jetzt die Benachrichtigung, nicht für Oldenburg, sondern für Hude, dass da Gewitter von jetzt bis 14.30 Uhr angesagt ist, wo ich mir denke, ja, schön, das könnt ihr euch sparen. So, jetzt, was? Vor allem das Witzige ist, dass es halt teilweise halt überhaupt nicht ausschlägt, so, ne? Also keine Ahnung, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich eine Warnmeldung bekomme. Und ja, okay, ja gut. Ich weiß nicht, warum was für eine Hutwarnung für Hude jetzt immer angezeigt wurde, weil es ist ja auch safe für Oldenburg jetzt gerade. Also ich weiß nicht, ob es jetzt halt gerade von West nach Ost zieht oder so. Ja, tut es, also es erwischt mich gleich auch nochmal so gegen 14.45 Uhr, eine Viertelstunde. In einer halben Stunde kommt das Gewitter hier so richtig rein. Aber ich sag mal so, zwischen dieser Warnung und der Warnung davor gab es halt hier auch, keine Ahnung, mindestens drei Gewitter, wo nichts gewarnt wurde, also weiß ich nicht. Ich habe es allerdings auch nur drin, falls irgendwann mal eine Warnung für potenzielle Tornados oder whatever drin ist, dass man halt da irgendwie gewarnt ist, aber weiß ich nicht. Da hing Deutschland halt doch schon noch sehr hinterher. Wenn man bedenkt, dass Tornados bei uns ja auch echt nicht unüblich sind, ne? Wir haben zwar nicht irgendwie, keine Ahnung, sag, lass es 300 haben, aber wir haben halt schon zumindest 40 bis 60 bestätigte pro Jahr mit teilweise bis zu 400 Verdachtsfällen. Also auch eher so ein bisschen gleichbleibend, also keine Ahnung, wie jetzt, also jetzt zumindest was die Masse untereinander betrifft in Deutschland. Intensität und so weiter, das ist wieder eine andere Sache. Also auch so, also keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, also um nochmal wieder aus dem Internet zurückzukommen, einfach weil es jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir das Problem, dass ich bei Aufnahmen hier aus World of Clucks rausfliege? Auch für ein bisschen längeren Zeitraum. Mindestens 2 Wochen. Wenn nicht sogar 3 oder 4. Also ich habe langsam das Gefühl so, ne, weil dass die Telekom merkt, okay, wir haben einfach mal Glasfaser für, ich glaube, es war jetzt sogar wirklich umsonst verlegt oder verlegen lassen. Die sind kein Kunde bei uns geworden. Wir tun mal einfach, wir gehen ja sowieso rum und fragen, wie das Netz so ist, bla bla bla. Dann können wir ja einfach mal an, also keine Ahnung, wie wir halt darauf Zugriff haben, ne? Aber es fühlt sich halt einfach gerade so an, weil, keine Ahnung. Einer von den Fritzen war ja schon hier gewesen, gestern war jetzt, also irgendwie 2 Monate später war jetzt wieder einer hier, also gestern halt. So nach dem Motto, dass sie sagen, ja okay, gehen wir mal irgendwie, versuchen wir mal irgendwie, machen wir mal so einen minimalen Störsender rein, oder weißt was ich. Oh, wir sind ja schon da. Keine Ahnung. Vielleicht wird's auch wieder besser. Oh, es liegt einfach an den Temperaturen, was ja auch nicht sein kann.
stay left and then turn left. Turn left. Go straight. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hinkommen. Wo wir hin sollen und schauen uns die Plätze mal an. Da vorne rein. Da vorne hin. Dann müssen wir uns ja da vorne rein angucken, das so zwischen. Dazwischen ist, ne? Das wird hier sein, das wird auch kein Ding sein. Also wir werden hier auch nicht die Möglichkeit haben, abzuladen vernünftig. Dann wird auch hier Flavor für ein rotes X bekommen. Dann mache ich hier einfach gerade einfach nur auf Nummer sicher. Wobei überspringe ich. Ach, ich überspringe einfach. Schon ewig, als ich übersprungen habe. Also ich weiß nicht, wann das gewesen ist, aber ich habe das Gefühl, dass es beim Frankreich-DLC gewesen ist, vielleicht, als ich mit Labern umhergefahren bin und dass ich da vielleicht das mal gemacht habe, das letzte Mal auch gemacht habe, als weil es schnell gehen muss. Was schnell gehen muss. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Einfach, aber ich sag einfach nur, ich schalte einfach nur in den Raum, weil es einfach schon so lange her ist. So, dann biegen wir nochmal kurz hier links ab. Okay, da ist auch Verkehr. Und dann pennen wir mal hier drüben. Pfui. Hätte auch ins Auge gehen können. Gerade sagen, ich hoffe, dass es ein Pub ist, wo man pennen kann. Aber zum Glück ist es einer. Dann bedanke ich mich dann vielmals bei euch fürs Zuschauen. Dann müssen wir uns beim nächsten Mal nochmal darum bemühen, dass es klappt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, entweder hier vom American Truck Simulator oder vom Euro Truck Simulator 2.